Hi, ich bin Hebamme Jenny. Das ist mein Sohn Arne. Und in dem Video heute wollen wir euch mal zeigen, wie man so ein Baby hochnehmen und tragen kann und den berühmt-berüchtigten Fliegerhandgriff. Am allerwichtigsten bei den Babys und bei den Neugeborenen ist, wenn ihr sie hochnehmt, dass ihr das Köpfchen haltet. Ansonsten kann es zu Verletzungen oder Blockierungen kommen. Wenn euer Baby liegt, zum Beispiel auf der Wickelkommode oder im Bettchen, gibt es zwei Möglichkeiten, es hochzunehmen. Nummer 1 ist, ihr legt das Köpfchen eures Babys auf euren Unterarm, umfasst mit Daumen und Zeigefinger den Arm des Babys, die andere Hand geht unter den Po und ihr nehmt es zu euch ran. Die zweite Möglichkeit ist, dass ihr beide Hände nehmt, hinter den Schultern und die Schultern und den Kopf stabilisiert, idealerweise beide Daumen in die Achsel nehmt und so könnt ihr euer Baby auch ganz einfach hoch und zu euch rannehmen. Wenn euer Baby auf dem Bauch liegt und ihr es umdrehen wollt, dann geht das so. Ihr stützt wieder Kopf und Schulter mit einer Hand und mit der anderen Hand dreht ihr es um. Schwupps. Babys können in etwa mit einem halben Jahr ihren Kopf selber halten. Man sollte dann aber auch noch vorsichtig sein und immer eine Hand doch noch stützend am Kopf halten und denkt daran, jedes Baby hat sein eigenes Tempo. Es gibt auch noch zwei weitere Dinge, die im Umgang mit eurem Baby wichtig sind. Das eine ist das An- und Ausziehen. Hier ist es wichtig, dass man nicht an den Fingern zieht, sondern eher an den Handgelenken fasst und die Sachen vielleicht eher überstülpt. Ansonsten solltet ihr auch beim Wickeln darauf achten, dass ihr nicht zu stark an den Gelenken zieht, sondern eher hebelnde Bewegungen ausführt. Fehlt nur noch der Fliegergriff und beim Fliegergriff legt ihr das Köpfchen eures Kindes in die Ellenbeuge und umfasst mit der Hand, je nachdem wie groß euer Baby ist und wie weit ihr noch könnt, entweder den Bauch oder den Po und den Oberschenkel. Ihr könnt auch, so wie ich das mache, hier mit der anderen Hand nochmal nachfassen und so habt ihr euer Baby schön im Fliegergriff. Das mögen die Babys besonders, wenn sie Bauchschmerzen haben. Aber passt auf, wenn es gerade getrunken hat, kann es natürlich sein, dass die Milch wieder ausgespuckt wird. Dann waren das jetzt meine Tipps zum Thema Baby tragen und halten. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere kostenlos meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Du findest das Ganze langweilig, ne? Du möchtest dich lieber mit mir ein bisschen unterhalten. Ja.